Platz 10, Toni Kroos und Ilkay Gündoğan, 30 Millionen Euro. 2014 wechselte Kroos vom FC Bayern zu Real Madrid. Der Transfer war nicht ganz unumstritten. Die Münchner hätten ihren Spielgestalter gerne behalten, kassierten aber immerhin eine stattliche Summe. Für den gleichen Betrag ging der Dortmunder Spielgestalter Ilkay Gündoğan im Sommer 2016 zu Manchester City. Bei den Citizens spielt der Nationalspieler nun unter Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola. Platz 9, André Schürrle, 32 Millionen Euro. Nach einem nervenstrapazierenden Transferpoker holte der VfL Wolfsburg den Offensivspieler im Februar 2015 vom FC Chelsea zurück in die Bundesliga. Im Sommer 2016 zog Schürrle für etwa 30 Millionen Euro weiter zu Borussia Dortmund zu seinem ehemaligen Mainzer Trainer Thomas Tuchel. Platz 8, Mario Gomez, 35 Millionen Euro. Im Sommer 2009 wechselte der Angreifer vom VfB Stuttgart zu Bayern München. Mit dem Rekordmeister gewann Gomez 2013 die Champions League, ehe er zum AC Florenz ging. In diesem Sommer wechselte Gomez zum VfL Wolfsburg zurück in die Bundesliga. Platz 7, Julian Draxler, 35 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Im Sommer 2015 wechselte der offensive Mittelfeldspieler von Schalke zum VfL Wolfsburg. Aber glücklich wurde Draxler bei den Wölfen nicht. Nach dem öffentlich geäußerten Wechselwunsch im Sommer 2016 wurde der Weltmeister von den eigenen Fans gnadenlos ausgepfiffen. Nach nur anderthalb Jahren zog Draxler für eine noch höhere Ablösesumme weiter nach Paris. Platz 6, Mario Götze, 37 Millionen Euro. Der WM-Finalheld wechselte 2013 dank einer Ausstiegsklausel von Borussia Dortmund zu Bayern München. Nach drei mäßigen Jahren beim FCB kehrte der Offensivspieler zu seinem Jugendverein zurück. Platz 5, Mats Hummels, 38 Millionen Euro. Der teuerste interne Bundesliga-Transfer. Nach acht Jahren beim BVB wechselte Mats Hummels zurück zu seinem Heimatverein Bayern München und bildet dort mit Jerome Boateng die Innenverteidigung, die Deutschland 2014 zum Weltmeistertitel geführt hatte. Platz 4, Shkodran Mustafi, 41 Millionen Euro. Nach Stationen beim FC Everton, Sampdoria Genua und dem FC Valencia ist der Weltmeister nun beim FC Arsenal angekommen, und zwar so richtig. Als Ersatz für den Langzeitverletzten Per Mertesacker war Mustafi in der Innenverteidigung auf Anhieb gesetzt. Platz 3, Julian Draxler, 45 Millionen Euro. Das Missverständnis Wolfsburg war für Draxler nach nur 480 Tagen vorbei. Der Weltmeister wechselt zu Paris Saint-Germain und spült Wolfsburg sogar noch 10 Millionen Euro mehr in die Kassen, als der VfL 2015 für Draxler bezahlt hatte. Platz 1, Mesut Özil und Leroy Sané, 50 Millionen Euro. 2013 wechselte der spätere Weltmeister von Real Madrid zum FC Arsenal und wurde damit der teuerste deutsche Spieler. Für ebenfalls rund 50 Millionen Euro wechselte Leroy Sané nach wochenlangen Verhandlungen von Schalke 04 zu Manchester City und das nach nur 47 Bundesligaspielen. Der 20-Jährige ist damit der teuerste deutsche Profi, der jemals aus der Bundesliga ins Ausland wechselte.